Christian Solmecke hatte eine EU-Parlamentarierin gefragt, wie viele Urheberrechtsverstöße gibt es eigentlich konkret im Sachverhalt Artikel 13? Die Antwort der Politikerin war direkt, es gibt Studien dazu. Ja, aber was für Studien? Wie können Politiker sich überhaupt informieren? Das wollen wir uns heute mal am Beispiel des Deutschen Bundestages anschauen in die Welt der Datenbanken. Politiker müssen vieles entscheiden, müssen in fachliche Dinge einsteigen, haben vielleicht ein sehr komplexes Tagesprogramm und haben eigentlich auch nicht viel Zeit, sich in Dinge einzulesen. Deswegen kommen gerade bei den neuen Themen immer wieder solche gefühlten Schoten raus, wie wir es gerade aktuell zum Thema Artikel 13 sehen und hören. Ja, wie können Politiker sich im stressigen Tagesgeschäft überhaupt informieren? Klar haben sie ihren Informationsstab, aber sie haben, und das wollen wir uns mal konkret heute angucken, beim Deutschen Bundestag eine Institution als Einrichtung zur Verfügung. Das ist nämlich der Wissenschaftliche Dienst. Und den können sogar wir als Otto-Normalverbraucher anzapfen. Und da wollen wir mal genauer reingucken und mal sehen, was den Politikern da zur Verfügung steht. So, gehen wir das Thema mal an, indem wir einfach mal nach dem wissenschaftlichen Dienst, und da kommt das schon, wenn ich es eintippe, wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags recherchieren. So, und wir bekommen mehrere Treffer und wir wollen anfangen, bevor wir jetzt in die Dokumente einsteigen, wo eigentlich die interessanten Aspekte drinstehen, uns erstmal ein kleines Bild über diese gesamte Organisation verschaffen. Der Deutsche Bundestag, den kann man im Grunde genommen als großes Unternehmen verstehen, was sich natürlich auch informieren muss. Und da gibt es dann entsprechende Funktionen und Abteilungen. Auf dieser Seite wird hier wirklich mal erklärt, was die Damen und Herren des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages eigentlich so machen. Das sind eigentlich nichts anderes als Information Professionals. Und es gibt auch eine eigene Bibliothek innerhalb des Bundestages. Ganz klar, da steht die Fachliteratur, entsprechende Publikationen, und das kann hier auch alles in Anführungszeichen über solche Sammellistungen, kann das hier auch so ein bisschen extern eingesehen werden. Ja, der Parlamentarier, wie gesagt, der steht so unter einem gewissen Druck, weil er sich zu bestimmten Dingen auch informieren muss, und er kann den wissenschaftlichen Dienst per Fragestellung beauftragen. Und wir gehen jetzt mal hier auf die Dokumente. Ich werde das unten auch in der Beschreibung innerhalb von YouTube alles schön brav verlinken. So, und das Schöne, was wir schon mal so als Onliner sehen, es gibt RSS-Dienste, das ist natürlich klasse, da können wir uns dann in Anführungszeichen richtig gut informieren. Und wir wollen uns jetzt mal die Dokumente anschauen. So, und wenn ich jetzt auf die Dokumente gehe, dann brauche ich nur hier ein bisschen runterzurollen und dann sehe ich die entsprechenden Veröffentlichungen des Wissenschaftlichen Dienstes zu diverse Fragestellungen, die also von Parlamentariern an diese entsprechende Recherchestelle gestellt werden. So, und wir picken uns einfach mal was raus. Was nehmen wir denn? Nehmen wir mal ein digitales Thema, da müssen wir ein bisschen so durchsuchen. Eins direkt vorweg, es gibt keine Suchfunktion. Ich habe das jetzt mit Google und Co. noch nicht ausprobiert, ob das entsprechend indexiert ist. Das kann mal jemand anders vielleicht mal machen, dass er sagt, okay, mit der entsprechenden Zeitrecherche kann ich hier auch nach entsprechenden Dokumenten suchen. So, und wir nehmen wir mal hier, ich hatte hier so einen schönen Treffer zum Thema digital, immer Blockchain-Technologie, das ist auch wunderbar. Die Blockchain-Technologie in der Energiewirtschaft, PDF-Dokument, und das sieht dann wie folgt aus. Man hat also hier dann die entsprechende Einleitung und hier wird dann auf entsprechende Sekundärquellen verwiesen und der Parlamentarier hat jetzt die Möglichkeit, sich doch in sehr kompakter Form in so ein Thema einzuarbeiten. Also, bitte eine Sache bei solchen Dokumenten nicht aus den Augen verlieren. Die wirken im ersten Moment sehr kurz, aber die sind sehr kompakt
und sehr prägnant geschrieben, weil ganz ehrlich, wenn man den ganzen Tag total unter Dauerfeuer steht, da hat man nicht viel Zeit, sich durchzulesen. Das muss man relativ kurzfristig auch je nachdem erfassen. Und da liegt auch ein bisschen immer die Problematik bei dem Ganzen. Und die Kunst des wissenschaftlichen Dienstes ist es eben, bestimmte Dinge so schön prägnant zusammenzufassen. Da werden also verschiedene Quellen werden damit einbezogen. So, und das ist hier ein gigantischer Fundus, den kann man wirklich mal so durcharbeiten, um mal zu gucken, wo die entsprechenden Politiker gerade so mehr oder minder inhaltlich thematisch dran sind. Jetzt habe ich mir nochmal ein Telekommunikationsthema hier rausgepickt, ja. Und man sieht hier die entsprechenden Zusammenfassungen zu dem ganzen Komplex. Es wird auch hier auf Sekundärquellen wird hier verwiesen mit Link, wo man sich dann also noch weitere Informationen ziehen kann. So, also das ist so ein bisschen das Prinzip des Ganzen. Wir werden in einem weiteren Beitrag uns mal angucken, was die EU-Parlamentarier für einen Dienst haben, den sie nutzen können, dass man das auch so ein bisschen versteht. Und ja, jetzt wünsche ich viel Erfolg beim Stöbern hier in den Dokumenten des Deutschen Bundestages. Für mich ist es in diesem Beitrag einfach wichtig zu beleuchten, wie man außerhalb der gängigen Quellen auch recherchieren kann und wie informiert wird. Das ganze Thema Artikel 13 ist ohnehin, was die politische Beurteilung angeht, total straight. Also was hier der CDU-Politiker Axel Voss zum Besten gibt, ist fachlich wirklich unterirdisch und ist überhaupt nicht pragmatisch. Und dafür wähle ich zum Beispiel keinen Politiker. Ja, dass er so einen Quatsch verzapft, das muss man wirklich mal in aller Deutlichkeit sagen. Das ist eine ganz klare Klientelpolitik, die da betrieben wird und das kann man eigentlich nur bei der kommenden Wahl abstrafen, anders geht es gar nicht. Also solche Politiker haben in Parlamenten nichts verloren. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Für mich ist es wichtig, so ein bisschen darzustellen, dass man das einfach versteht, unter welchem Druck eben auch Politiker stehen. Ja, die müssen in bestimmten Dingen auch Entscheidungen fällen, die auf, ich sag mal, Sekundärpapieren beruhen. In Deutschland ist es zum Beispiel so, da ist vieles in Arbeitskreisen oder in solchen Arbeitsgruppen schon geklärt worden. Da sitzen auch alle möglichen Parteien mit drinne und da sitzen dann wirklich, ich sag jetzt mal, die Politiker, die so ein bisschen vom Fach sind, ja. Weil man muss sich mal in die eigene Lage, man muss sich mal in die Lage dieser Politiker versetzen. Nehmt euch bitte mal ein Thema, wovon ihr überhaupt keine Ahnung habt. Überhaupt keine Ahnung habt. Und jetzt müsst ihr morgen darüber entscheiden. Also müsst ihr euch doch im Grunde genommen informieren. Das ist eigentlich so der Auftrag, den jeder Politiker auch mit in sein Amt nimmt. Und dafür kann er eben auf solche externen Dienste setzen, wie im Deutschen Bundestag der wissenschaftliche Dienst. Stichwort zur EU. Da bin ich noch nicht so weit, da bin ich noch was am Vorbereiten, welche Quellen da zur Verfügung stehen. Das machen wir in einem gesonderten Beitrag. Also, viel Erfolg beim Stöbern. Das ist super interessant, was da vom wissenschaftlichen Dienst auch rausgegeben wird. Und ich freue mich auf Hinweise, Beiträge und Quellen, die das Ganze ein bisschen flankieren. Und meine Meinung ist ganz klar zu dem Thema Artikel 13, auch Artikel 11 etc., was sich alles um dieses ganze Urheberrechtskonglomerat, das ist total noch nicht irgendwie richtig, ich sag mal, ausgegoren und wir tun uns alle keinen Gefallen damit, wenn das jetzt irgendwo so durchgeprügelt würde. Da hat keiner was davon. Das haben die ganzen Protagonisten, die vielleicht auch dafür sind, überhaupt noch nicht begriffen. Also, ganz klare Aussage, ich bin total dagegen. Kein Upload-Filter, das ist technisch überhaupt nicht realisierbar. Und damit gehen wir jetzt off und einen schönen Abend. Ciao.